Na? Hallo, herzlich willkommen zum ersten Hangout on Air vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft. Unser Thema ist MOOCs, Massive Open Online Courses. Kompliziertes Wort, manche werden es vielleicht noch nicht kennen. Das sind Kurse, also Online-Kurse, wo sich jeder einklicken kann, die jeder belegen kann sozusagen. Und theoretisch können unendlich viele Teilnehmer daran teilhaben. Beliebt sind diese Kurse vor allen Dingen, wenn Harvard-Professoren sie halten. Also dann gibt es hunderttausende Leute, die folgen. Mittlerweile ist die MOOC-Szene aber auch sehr ausgedehnt. Also es gibt ganz unterschiedliche MOOCs. Zum Beispiel haben wir bloß abgefilmte Vorlesungen. Dann haben wir aber auch MOOCs, die ganz neue Lernkonzepte ausprobieren. Und nach dem Hangout werden Sie sicherlich viel mehr darüber wissen, weil ich habe nämlich, also wir haben hier fünf tolle Gäste. Einmal Christina Maria Schollerer. Sie ist Autorin, produziert Imagefilme und fühlt sich vor allen Dingen im Transmedia-Bereich total wohl. Und sie unterrichtet an der Fachhochschule Potsdam fiktionales Schreiben und Formatentwicklung. Und im vergangenen Jahr hat sie an der Fachhochschule mit ihrem Team einen MOOC entwickelt. Und zwar heißt der Future of Storytelling. Und der hat tatsächlich also über 80.000 Teilnehmer gehabt, was echt eine super Zahl ist. Hallo Christina. Hallo. Hi. Britta Handke Guveris, sie managt Projekte im zentralen E-Learning-Büro an der Universität in Hamburg und ist auch Mitherausgeberin vom Hamburger E-Learning-Magazin. Und ja, also an ihrer Universität entsteht auch oder ist ein MOOC schon entstanden, der jetzt auch bald startet, wo drei Chemiker die Faszination Kristalle und Symmetrien sozusagen vermitteln. Und ja, Britta kennt sich gut aus in der MOOC-Szene, hat sich seit Jahren damit beschäftigt. Hallo Britta. Hallo aus Hamburg. Jan Lovischach dürften sehr viele kennen, Professor für Ingenieur, Mathematik und technische Informatik an der Fachhochschule Bielefeld. Und man könnte sagen, auch YouTube-Star, weil Jörn hat systematisch seine Vorlesungen gefilmt und in den letzten Jahren diese Clips auf YouTube gestellt und mittlerweile über 13 Millionen Klicks damit bekommen. Und es gibt immer wieder Kommentare, wo dann auch Studenten sagen, wow, danke, du hast mein Studium gerettet. Und für Udacity hat Jörn drei große, also für Udacity, das ist eine von den drei großen MOOC-Plattformen in den USA, hat Jörn ein Curriculum für einen MOOC entwickelt, wo die Differentialgleichung mal so ganz anders erklärt wird. Hallo Jörn. Hallo. Dann haben wir Gregor Erkel, unsere Stimme aus der Wirtschaft sozusagen. Er entwickelt neue Produkte für den digitalen Bildungsmarkt und kennt sich halt gerade mit der Frage gut aus, wie Technik das Lernen verändern könnte. Also also Ihnen interessiert auch, was Studierende sich wünschen und was in der Start-up-Szene auch gute Chancen hätte und halt wirklich einfach auch sinnvoll wäre. Und ja, was brauchen Studenten an neuen Angeboten? Was brauchen die Professoren? Also darüber macht sich Gregor viele Gedanken. Hallo Gregor. Hallo, guten Morgen. Vielen Dank für die Guten Einladung. Morgen. Jo, dann haben wir noch Oliver Janoschka, beim Stifterverband Programm. Leiter Forschung, Transfer und Wissenschaftsdialog. Oliver hat im vergangenen Jahr das Stifterverbandsprogramm MOOC Production Fellowship betreut. Und in dem Rahmen ist auch Christinas MOOC entstanden. Und ja, er kennt die Szene gut und beschäftigt sich hauptsächlich mit der Frage auch, wie Digitalisierung unsere Hochschulen verändern wird. Hallo Oliver.
Ja, hallo Corinna und schöne Grüße aus Berlin. Hi. So, jetzt habe ich erstmal genug geredet. Jetzt seid ihr an der Reihe. Also MOOCs sollen ja so einiges sein. Sie sollen die Bildung demokratisieren, irgendwann auch mal den Professor ersetzen. In jedem Fall sind sie Türöffner für E-Learning-Methoden. Also die Bandbreite ist ganz breit. Mich würde mal interessieren, wie ihr das persönlich seht. Also was sind MOOCs für euch? Wie seht ihr sie? Vielleicht fängst du an, Christina. Ja, gerne. Was MOOCs für mich sind, also ich würde auf jeden Fall sagen, ein neues Format, ein neues Bildungsformat. Und das finde ich, also das ist für mich zumindest ein relativ wichtiger Punkt, weil es nicht nur für mich eine abgefilmte Vorlesung ist, sondern tatsächlich eine andere Art von Format, Bildungsformat, die man auch anders nutzen kann, die diverse Chancen bietet, diverse Problematiken vielleicht, aber in jedem Fall auch nicht als Ersatz für eine Präsenzlehre oder einen Professor zu sehen. Mhm. Britta, was meinst du? Ja, also was ich im letzten Jahr beobachtet habe, dass MOOCs zumindest eins auf jeden Fall bewirkt hatten, man redet wieder über E-Learning, man redet über Online-Lernen, Digitalisierung, das große Schlagwort europaweit, international, in Deutschland auch, digitale Agenda, nur ein Stichwort. Es hat für sehr viele Diskussionen hier bei uns im Haus, in der Universität Hamburg gebracht. Ja, also E-Learning ist wieder up to date und ich bin ganz gespannt, was da passiert. Ja, es sind spannende Zeiten auf jeden Fall. Jörn, was sagst du dazu? Das hat sicherlich funktioniert mit dem Agenda-Setting, dass die MOOCs das Thema E-Learning wieder auf das Tablett gebracht haben. Das Problem ist für mich, dass die meisten MOOCs ja doch sehr hausbacken sind, was die Didaktik angeht. Wir hatten das schon eben gehört, abgefilmte Vorlesungen. Da weiterzudenken, das kostet natürlich noch ein bisschen was. Mhm. Gregor, was meinst du? Für mich sind MOOCs ein spannender nächster Schritt in der ganzen Entwicklung auch von E-Learning. Da kommen eine ganze Reihe von Trends aktuell zusammen, die das auch weiter befördern, sei es zum Beispiel aus der Technologie Mobile Broadband, die Verfügbarkeit von intelligenten mobilen Geräten, die dann auch für die Studenten und für den Einsatz dieser technischen Möglichkeiten Neues bringt. Mhm. Den anderen großen Teil, den ich sehe, oder den großen Effekt ist, dass das Thema Lehren und Ausbildung, der Jörn hat gerade Didaktik angesprochen, wieder stärker in den Vordergrund gerückt werden, also auch die Vermittlung und am Ende des Tages die Befähigung der Studenten. Das finde ich einen sehr spannenden Schritt. Mhm. Oliver, was sagst du? Ja, viel ist schon gesagt worden. Ich finde es faszinierend, wenn man sich einfach mal anschaut, welche metaphorischen Sprachspiele da sozusagen mit in die Debatte kommen. Also um mal ein neues Wort reinzuwerfen, mir kommt es vor, als wären die MOOCs wie ein Chamäleon. Die können ganz viele Farbschattierungen annehmen, können ganz unterschiedliche Dinge beinhalten und wenn man sich anschaut, in wie kurzer Zeit da jetzt Dinge in Bewegung gekommen sind, dann glaube ich, ist da noch sehr viel zu erwarten. Also ich würde auch denken, wenn wir uns kritisch da annähern, ne, abgefilmte Vorlesung wurde genannt, dass da einfach noch sehr viel Luft ist, sehr viel Bewegung ist und dass wir praktisch täglich auch nochmal neue Formen da erleben können. Mhm. Jetzt haben wir ja in unserer Reihe mindestens zwei Personen, die MOOCs schon selber produziert haben. Also ich fände es jetzt mal ganz spannend, Jörn und Christina, wenn ihr mal kurz erzählen würdet, was das eigentlich ist, also so was das für eine Herausforderung ist vielleicht auch und was vielleicht auch eine spannende Sache war, was ihr erkannt habt. Wer soll anfangen? Christina gerne. Ach, okay, gut, dann lege ich los. Mein erster MOOC, also meine erste MOOC-Produktion fand, wie ich schon gesagt, im Rahmen dieser MOOC Production Fellowship vom Stifterverband und Diversity statt. Das heißt, Herr Lubischach ist da schon relativ viel weiter als wir, weil das tatsächlich unser erstes Experiment mit diesem Medium war. Meine Erfahrung, kurz zusammengefasst, ist natürlich sehr, sehr schwierig, aber tatsächlich, dass es einfach sehr viel mehr sein kann als eine abgefilmte Vorlesung. Also unser Versuch war tatsächlich mit dem Thema Geschichten erzählen, ein Thema überhaupt zu wählen, was international interessant sein kann, was international auch bereichernd ist, also dass wir nicht sagen, wir haben das Thema und tragen es hinaus in die Welt,
sondern tatsächlich zu versuchen, auch mit Gastrednern und Gastrednerinnen zusammen das Thema zu beleuchten von verschiedenen Seiten. Das heißt, wir haben Gastdozierende eingeladen, sich zu beteiligen mit Interviewbeiträgen, mit Vortragsbeiträgen. Wir haben Projekte besprochen in diesem Seminar bzw. Vorlesung. Das ist zum Beispiel auch dann schon eine Schwierigkeit. Bezeichnet man das als Vorlesung, als Lecture oder sieht man das als Seminar? Es ist sehr viel konnektivistischer. Ich glaube, das ist sowieso eines der spannenden Themen. Wir haben versucht, sehr konnektivistisch heranzugehen, sind da aber auch an Grenzen gekommen. Aber das ist tatsächlich die Erfahrung, die ich auch am wertvollsten finde, also, und wo ich auch die meisten Chancen sehe. So dieser konnektivistische Ansatz, einfach Menschen zusammenzubringen aus ganz diversen Ländern, Kulturen und ein Thema anders und gemeinsam aufzubereiten. Also das wäre eigentlich das, was mich am meisten auch weiterhin interessiert. Mhm. Jörn, du hast ja was ganz anderes gemacht. Also du hast bei Udacity ein spannendes MOOC entwickelt. Genau, von der anderen Sorte sozusagen, eben nicht konnektivistisch, sondern richtig streng Ex-MOOC, wie das zu seiner Zeit en vogue war, 2012. Das heißt, von der äußeren Form her ist das noch gar nicht so sehr fortschrittlich, um es vorsichtig zu sagen. Einfach die Videos, das sind Kahn-Style-Videos, eben nicht, man sieht mich nicht sprechen und an der Tafel stehen, sondern man sieht nur, was ich zeichne, aber das ist ja alles inzwischen auch schon Standard, Kahn-Style-Videos und Quizze dazwischen. Wo ich recht viel Gehirnschmalz reingesteckt habe, das ist die Auswahl der Inhalte und die Aufbereitung der Inhalte. Das ist eben nicht wie im Lehrbuch mit den Grundlagen anfängt und mit irgendwelchen Anwendungen oder Anwendungen in Anführungszeichen aufhört, sondern dass es mit den Anwendungen startet. Es gibt Problemfälle aus dem wahren Leben, Apollo 13 retten oder was auch immer, und die werden jetzt mit Differentialgleichungen numerisch gelöst am Rechner. Das ist was ich sehr spannend fand, weil das hätte ich im normalen Curriculum einer Hochschule so nicht unterbringen können. Quer durch alle Fächer, man hätte mindestens 4 Kollegen auf die Füße getreten, wenn man quer durch alle Fächer was macht. Und außerdem dann die Modulbeschreibung überhaupt in keinster Weise erfüllt, weil einige Sachen gar nicht vorkommen, die zum Kanon gehören, und andere Sachen vorkommen, die in der Praxis zwar wichtig sind, aber normalerweise nicht erwähnt werden. Also diese Freiheit an der Stelle, die fand ich spannend. Mhm. Ja, du hattest mal in einem Interview bei uns, also mir gesagt, dass du das auch noch so als wilden Westen empfindest. Das fand ich einen schönen Vergleich. Also man hat da noch Freiheiten, oder stellt man sich das jetzt einfacher vor und dann poppen dann ganz andere Hürden noch auf? Also das mit den Freiheiten ist so eine Geschichte. Wenn jetzt jemand wie Udacity ankommt und sagt, wir machen das mal ganz anders, dann hat man die Freiheit, aber wenn man natürlich sagt, es gibt seit 5 Jahren diese oder jene Lehrveranstaltung und die soll jetzt ein MOOC werden und weiterhin auch zu der Modulbeschreibung passen, dann ist natürlich ziemlich Feierabend mit den Freiheiten und mit dem wilden Westen im Internet. Also das ist das Schöne an der Stelle noch vielleicht, dass bisher jeder unterrichten darf, was er will im Internet, aber sobald es dann eben institutionell gebunden ist an einer Universität, an einer Fachhochschule stattfindet, kann es natürlich schon schwieriger werden, wenn es dann zum Schluss ganz offizielle Credits dafür geben soll in irgendeinem Studiengang. Hat noch jemand Erfahrungen mit MOOCs gemacht, vielleicht auch selber teilgenommen? Also wir sind gerade dabei, mit dem Professor Achim Kamka vom WZL an der RWTH einen solchen Kurs zum Thema Elektromobilität fertigzustellen. Wir sind jetzt so, ich würde mal sagen, bei gut 70% mit den unterschiedlichen Aktivitäten, und wir haben uns sehr stark bemüht, relativ weit weg von der Universität, von der klassischen Vorlesung zu gehen und sehr, sehr stark an den einzelnen Projekten dran zu sein. Auch die Assignments, die dann kommen, werden an vielen Stellen Gruppenarbeiten sein, wo Studenten dann gemeinsam neue Dinge entwickeln. Ich glaube, die wesentliche Frage, und das spiegelt sich auch wieder in dem, was der Jörn eben gesagt hat, ist, was ist denn das Ziel dieser Veranstaltung? Ja, geht es darum, tatsächlich ein Bestandteil in einem Bachelor- oder Master-Degree zu sein, oder geht es darum, in einem bestimmten Thema auch eine Weiterbildung voranzutreiben, Leute zu befähigen, bestimmte Dinge zu können? Das muss man, glaube ich, ganz, ganz wesentlich erstmal festlegen. Und die Diskussion, die ja damals der Sebastian Thron, der Gründer von Udacity, auch mit gestartet hat, war ja die, zu sagen, Universitäten als Ausbildung und die Scheine als Beweise dafür, dass man das können, die werden, oder dass man das können sollte vielleicht, die werden möglicherweise weniger wichtig werden. Und ich weiß von Damen und Herren aus der Industrie, die
Kandidaten eingestellt haben, die in bestimmten Kursen, bestimmten Projekten, zum Beispiel auch bei diesem Kurs, diesem berühmten Kurs von Sebastian Thrun über künstliche Intelligenz, in einer bestimmten Ecke abgeschnitten haben, also die Top-Performer eines Projektes, die nachgewiesen haben, dass sie ein bestimmtes, eine bestimmte Fähigkeit, ein bestimmtes Können haben, haben ganz andere Chancen. Das ist aber wiederum was ganz anderes, als ob ich an einer Universität jetzt im Bachelor of Science in irgendwas mache. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Viele Leute nehmen teil an solchen MOOCs, aber nur wenige machen sie zu Ende. ich würde jetzt einfach gerne noch mal kurz dabei bleiben. Also hat jemand schon mal mit MOOCs Erfahrung gemacht? Also wie ist das, wenn man dann so einen Kurs macht? Britta, hast du nicht eine gemacht? Ja, ich bin so ein bisschen in die Fußstapfen von Rolf Schulmeister, ohne dass ich es groß dokumentiert habe, getreten und habe an zwei Kursen teilgenommen im letzten Wintersemester, an zwei amerikanischen Universitäten. Im Vergleich einfach mal Coursera und edX, habe mir zwei VWL-Kurse geschnappt und habe sie ganz tapfer durchgehalten bis zum Schluss und habe da so meine Erfahrungen gesammelt. Ganz spannend, also man macht das nicht zum reinen Selbstzweck, zum Hobby, das übersteigt, glaube ich, wirklich alle Kapazitäten. Man muss sich, glaube ich, wirklich einen guten Zeitplan, wie bei jedem Online-Kurs, auch selbst zurechtlegen. Man muss im Zeitablauf bleiben. Häufig sind die Kurse sehr stark durchstrukturiert mit wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Abschnitten. Ja, und das kann man nicht ebenso nebenbei. Ja. Das ist auch das Problem, was ich sehe, wenn Studenten sich solche Kurse zusätzlich nehmen. Wenn sie eben nicht curriculär eingebunden sind, dann läuft das ganz schnell aus dem Ruder und man verliert jegliche Lust, denke ich, ganz schnell. Wie gesagt, ich habe es einfach durchgehalten. Ich wollte mir die Prüfungsszenarien mal angucken. Ich habe mir den sogenannten Signature-Track von Coursera mal angeschaut. Wie kann man also prüfen, welcher Prüfling vor dem Computer sitzt? Auch das ist zu diskutieren, wie man solche Prüfungsszenarien online prüfungssicher aufbauen kann. Und was ich ganz schnell festgestellt habe, ist das unterschiedliche Niveau. Ich denke, hier in Deutschland haben wir sehr viele Kurse, die Hochschulniveau haben. In Amerika sind sehr viele Kurse sozusagen eher im College-Bereich angesiedelt. Das hat auch Rolf Schulmeister ja sehr schnell festgestellt in seinen eigenen Versuchen. Da gibt es eine große Diskrepanz, glaube ich, zwischen dem deutschen und amerikanischen Markt. Aber ich kann eigentlich nur jedem, der sich irgendwie mit MOOCs beschäftigt, auch mal raten, ein bis zwei MOOCs mal durchzuhalten bis zum Schluss. Ja. Ja, das war eine ganz gute Überleitung. Also die MOOC-Szene in Deutschland, das fände ich jetzt mal ganz spannend, wenn wir uns darüber unterhalten. Viel wird ja immer über diese großen Kurse gesprochen, von Udacity bis edX. Gut, es gibt viele deutsche Anbieter, die ihre MOOCs auf Coursera zum Beispiel anbieten. Also wie schätzt ihr die deutsche MOOC-Szene jetzt ein? Ich spreche jetzt niemanden direkt an. Ihr könnt. Naja, ich fange mal an. Ja. Es gibt ein paar Hochschulen, die es forcieren. Nicht? Wenn die TU München sagt, wir nehmen mal 250.000 Euro, denke ich, in die Hand und fördern 5 MOOCs, oder in Mainz ist ja anscheinend so etwas Ähnliches am Gange. Also ein paar Hochschulen wollen sich da definitiv profilieren, ganz weit vorne. Und ansonsten ist das Privataktion. Es gibt so ein paar Professorinnen, Professoren, Dozentinnen allgemein, die sich, die sich das antun, tatsächlich mal einen Monat oder zwei Monate kaum noch Schlaf zu kriegen. Oder 9. oder das. Das ist die Lage. Wenn ich da noch was hinzufügen darf, wir haben seit letzten Mai mit verschiedenen Hochschulen relativ intensiv darüber gesprochen, wie man oder was man tun müsste, um zum Beispiel deutsches Ingenieurstudium auch weltweit anzubieten. Also unter anderem, ich habe eben schon die RWTH genannt, die TU9 ist sicherlich allen hier in diesem Hangout, zumindest den Teilnehmern, bekannt. Das sind 9 technische Universitäten aus Deutschland, die sich zusammengeschlossen haben zu diesem Verein, um German Engineering auch über Deutschland hinaus zu verbreiten. Meine Erfahrung ist, die TU München wurde eben schon genannt. Da gibt es ein paar Aktivitäten, da hat man sich mal angeschaut, welche Plattformen interessant sind. Coursera und edX sind die beiden, die übrig geblieben sind aus dem Angebot in Dresden. Von der TU Dresden weiß ich, von der Vizepräsidentin, dass sie sich unter anderem auch noch NovoEd angeschaut hat. NovoEd ist die 4. Plattform, die in Amerika eigentlich von Bedeutung ist. Das 3. Stanford Spin-off. Das ist eine Plattform, die wir uns auch für unsere Aktivitäten angeschaut haben, weil sie stärker
als die anderen Plattformen, Social Media und auch tatsächlich Group Assignments nach vorne bringt. Aber ansonsten würde ich auch zustimmen. Es gibt einzelne Professoren, die da durchaus Interesse haben und die Dinge versuchen. Die Universitäten, ich zitiere, ohne zu sagen, wen ich hier zitiere, macht im Moment bunte Blümchenwiese, um so ein bisschen zu verstehen, was da passiert. Und meiner Meinung nach laufen wir da Gefahr, tatsächlich den Anschluss zu verpassen. Die Amerikaner, jetzt edX wurde schon ein paar Mal genannt, die sind sehr massiv unterwegs. Auf dem globalen Niveau große Hochschulen, auch Hochschulenverbände in Japan, in China haben sie, glaube ich, die 10 Top-Hochschulen schon unter Vertrag zu bringen. Und ich glaube, das wäre ganz gut, wenn wir uns da intern meine ich jetzt mit Deutschland, etwas stärker auch zusammentun würden und das stärker forcieren würden. Ansonsten werden wir wahrscheinlich ähnliche Elemente erleben wie ansonsten auch im Internet. Irgendwann werden irgendwo ganz, ganz große Gruppen sein, die dann weitere anziehen. Und dann wird es immer schwieriger, sich dagegen zu positionieren. Also ich glaube, wir brauchen auch gar nicht so weit weg über den großen Teich schauen. Ich war zusammen auch zum Beispiel mit Oliver Janoschke, ich glaube, Herr Lovicak war auch dabei in Lausanne im Februar. Auch da ist, glaube ich, vielen klar geworden, was sich auch außerhalb von Deutschland in Europa tut. Ja, große Plattformen im Spanisch sprechenden Ausland sozusagen Richtung Frankreich ist da einiges unterwegs. Das hat aber auch mit anderen Strukturen zu tun in den Ländern vor Ort, zentralistische Strukturen im Bildungssystem und so weiter. Also es gibt große, große, große Plattformen, von denen wir ganz weit weg sind. Das ist auch mein Eindruck, dass es da durchaus eine Gefahr gibt, dass man das verschläft oder da einfach zu lange wartet. Es gibt teilweise ja auch Akteure, die das ganz deutlich im Moment noch sagen, dass man erstmal ausführlich beobachten und abwarten sollte. Das ist aus unserer Sicht sicher nicht die Lösung, die uns dabei helfen wird, unsere Hochschulbildung weiterzuentwickeln, eben auch mit digitalen Formaten weiterzuarbeiten. Aber ich würde schon sagen, dass es durchaus ein paar Akteure in Deutschland gibt, die sich da vielleicht nicht mit der gleichen Sichtbarkeit global gesehen auf den Weg gemacht haben, die aber durchaus für bestimmte Bereiche sehr erfolgreich sind. Also auch iVersity hat sich da jetzt für deutsche Verhältnisse sehr stark in kurzer Zeit entwickelt. Es gibt IMC, die aus dem Corporate-Bereich kommen und da viel machen und auch machen wollen. Candena als Ausgründung der Leuphana Hochschule ist, glaube ich, auch für den Weiterbildungsbereich sehr aktiv. Also es gibt schon so ein paar Pflänzchen. Ob man die jetzt als Blümchenwiese diskreditieren sollte, würde ich mal mit Fragezeichen versehen. Ich glaube, es bewegt sich und es ist eben auch interessant, wenn man sich nochmal anschaut, wie in den Bundesländern teilweise darüber jetzt gerade gesprochen wird, dass es eben einige gibt, die das durchaus als Priorität erkennen und auch strategisch weiterentwickeln wollen. Das muss man dann eben nochmal sehen, was sich da weiter tut. Worum geht es eigentlich? Geht es darum, dass deutsche Hochschulen in Zukunft dann auch wichtig bleiben, Studierende nicht abwandern sozusagen, auch über MOOCs zu Anbietern woanders? Oder geht es auch darum, ein Stück deutsche Lernkultur einfach zu erhalten, also jetzt in der langen Sicht? Also wenn die Frage ist, ob deutsche Hochschulen jetzt für die Welt international was produzieren sollen, da habe ich natürlich ein bisschen Bauchschmerzen. Wir haben hier übervolle Hörsäle, wir haben massiv Numerus Clausus und sollen jetzt auf Englisch oder auf was? Es kann ja eigentlich nur Englisch sein, nicht Deutsch oder vielleicht Chinesisch oder Spanisch, aber ich denke nicht auf Deutsch. Wir sollen dann auf Englisch etwas produzieren, teuer produzieren und gratis rausgeben. Das ist schwierig zu vermitteln, sagen wir mal vorsichtig. Warum? Das finde ich ist eine interessante Frage. Also aus meiner Perspektive, ich finde tatsächlich den Ansatz aus unterschiedlichen Blickwinkeln sinnvoll. Also zum einen glaube ich, dass die, zumindest wenn wir einfach uns mal auf bestimmte Bereiche anschauen, dann haben wir in Deutschland, glaube ich, eine sehr, sehr gute Ausbildung. Und diese Ausbildung auch über die deutschen Grenzen hinaus zu tragen, finde ich durchaus attraktiv. Das ist ja dann auch genauso nutzbar und genauso für die deutschen Hochschulen und für die deutsche Ausbildung einsetzbar. Warum nicht? Also da würde ich jetzt gar nicht so sehr die Grenze machen.
Aus meiner Perspektive wäre es sogar ein Grund oder eine gute Lösung für oder aufgrund des Numerus Clausus und der vollen Hörsäle, über alternative Möglichkeiten mehr Damen und Herren, die Interesse haben zu lernen, das auch anbieten zu können. Ja, und so die physischen oder die physikalischen Grenzen da ein bisschen durch virtuelles Lernen oder durch virtuelle Angebote ausweiten zu können. Ich sehe das ähnlich wie Herr Erkel. In unserer Wahrnehmung ist es durchaus auch schon seit einigen Jahren ein wichtiges Thema, wie Hochschulen sich internationalisieren können. Und MOOCs sind insoweit ein Format, um da eben nochmal ganz anders Zielgruppen erreichen zu können, sich international aufstellen zu können. Das mag für manche Hochschulen eine größere Priorität haben als für andere. Das hängt dann eben auch mit dem jeweiligen Profil zusammen. Dass es aber eine Chance ist, sich da in diese Richtung zu bewegen, das würde ich alle mal so sehen. Christina, bei euch im MOOC waren ja international viele Teilnehmer, ne? Also wie viele waren also nicht aus dem deutschen Raum? Habt ihr da einen Überblick? Den Prozentsatz kenne ich gar nicht unbedingt, aber ich weiß, dass derzeit der größte Prozentsatz zumindest aus den USA kommt, aus Brasilien, aus Indien, also das sind so die teilnehmerstärksten Nationen dann tatsächlich. Also Deutschland ist, glaube ich, momentan auf dem 4. Platz. Und interessanterweise ist es tatsächlich auch so, dass wenn ich Zuschriften bekomme, postalisch oder per Mail, die meist tatsächlich eher aus dem Ausland kommen als aus Deutschland. Also das ist, finde ich, auch interessant, die Wahrnehmung des Kurses in verschiedenen Ebenen. Wir haben den Kurs ja auf Englisch gegeben. Es war eine relativ kurzfristige Entscheidung, die dann einfach auch finanzieller und Deadline-technischer Natur war, weil wir erst bilingual starten wollten, aber tatsächlich das einfach gar nicht in der Zeit machbar war, also Deutsch-Englisch zu produzieren oder in irgendeiner Art und Weise in beide Richtungen zu untertiteln. Und deswegen haben wir uns für Englisch entschieden, weil zu dem Zeitpunkt sich eben schon sehr viele internationale Gäste eingeschrieben hatten. Ich finde das ein spannendes Thema, weil wir tatsächlich momentan sehr viele Zuschriften bekommen von zum Beispiel PhD-Studierenden, also international, gerade jetzt zum Beispiel diese Woche aus Brasilien, die an die FH Potsdam kommen wollen, um hier ihr Postdoc zum Beispiel zu machen. Was uns erstmal vor ganz andere Fragen plötzlich stellt, weil man natürlich als FH Potsdam vielleicht jetzt gar nicht unbedingt gewöhnt ist, dass aus Brasilien Postdoc-Studierende herkommen und man erstmal überhaupt die Infrastruktur für derartige Programme dann schaffen muss. Aber ich finde es auf jeden Fall wahnsinnig spannend, welche neuen Möglichkeiten sich dadurch tatsächlich auch ergeben. Denkst du, dass es mit der Internationalität, braucht es irgendwie einen deutschen MOOC oder wie deutsch ist euer MOOC eigentlich? Also da kann man da irgendwas unterscheiden? Also wie siehst du das? Wie deutsch ist unser MOOC? Das ist eine spannende Frage. Weil das Thema ist ja global, ne? Future of Storytelling. Also wo könnte man überhaupt was Deutsches merken, habe ich mich jetzt gerade gefragt. Also natürlich sind die meisten unserer Gastdozenten, also die meisten Interviewgäste, die wir zusammengeholt haben von den 12 Beteiligten, sind einfach deutsch, weil das einfach auch der Natur entspricht. Ich bin auch praktisch als Autorin tatsächlich tätig und natürlich fragt man zuallererst im Storytelling-Bereich seine Kollegen und Kolleginnen, diejenigen, mit denen man zusammenarbeitet und die man als Experten und Expertinnen sowieso schon kennt. Von daher hat das natürlich als Ergebnis dann eine Tendenz, deutsch zu sein. Wir haben aber natürlich auf jeder Ebene versucht, eben gerade das Internationale herzustellen, indem wir international zumindest bekannte Persönlichkeiten, wie jetzt Cornelia Funke, die Kinderbuchautorin, die jetzt ja auch momentan in L.A. wohnt, eingebunden haben, aber eben auch zum Beispiel Robert Pratton, der Engländer ist, aber lange in San Francisco gewohnt hat. Also das herzustellen, aber es ist gar nicht so einfach natürlich. Also insbesondere im Rahmen dessen, was man als Budget hat oder als Zeitproduktionsrahmen. Aber das finde ich tatsächlich eigentlich für mich persönlich ist das der interessantere Faktor, als tatsächlich deutsch zu sein oder deutsche Bildung zu machen. Tatsächlich ist das gar nicht das, was mich jetzt besonders reizt. Insbesondere, weil mich deutsche Formate in diesem Bereich, den wir dort auch erkunden, gar nicht unbedingt am meisten faszinieren, weil ich da tatsächlich auch eher USA-orientiert zum Beispiel oder Großbritannien-orientiert denke. Und von daher würde ich sagen, ja, dass das nicht unbedingt
Okay. Signifikant für deutsche Bildung jetzt in dem Sinne sein soll. Was auch immer das dann bedeutet. Also das wäre ja auch mal die Frage an die Gruppe. Was macht das aus, Bildung aus Deutschland? Also das wäre ja die andere Frage. Ja, es ist auf jeden Fall eine interessante Frage aus meiner Sicht, eben auch nochmal aufgreifend, was Herr Lovic ja mit angesprochen hat, wie sind denn eigentlich die Rahmenbedingungen? Wie werden beispielsweise Lehrende darin unterstützt, sich da mit neuen Formaten auseinanderzusetzen, eigene Bildungsangebote zu entwickeln? Und das geht schon sehr weit. Also wir haben da ja nicht nur den Professor, sondern auch die ganze Hochschule und eben auch die Finanzierung der Hochschulen mit auf dem Schirm. Und da sind, glaube ich, noch sehr viele Dinge zu tun, aber im Grunde genommen, wie Frau Schollerer das meinte, könnte da drin eben auch eine Chance liegen, dass deutsche Hochschulen das als einen öffentlichen Auftrag begreifen, ihre Bildung entsprechend auch in die Breite zu geben und damit zu experimentieren, zu schauen, was bewirkt das eigentlich und wie ist sozusagen auch das Konfigurationsverhältnis zwischen der Hochschule und der Gesellschaft, zwischen der Hochschule und weiteren Kooperationspartnern und dass sich da eben auch zeigt, dass sich da schon jetzt sehr viel bewegt. Ist die Szene in Deutschland denn gut vernetzt, Jörn? Ja, es gibt so die üblichen Bekannten, die man immer wieder trifft. Ja, ich denke schon, die Szene ist gut vernetzt, ja. Britta, wie ist dein Eindruck? Ja, ich habe auch gerade im letzten Kalenderjahr den Eindruck, dass die Szene sich sehr, sehr gut vernetzt hat und es weiter tut. Ja, direkt aus den Hochschulen heraus sind so Menschen wie ich an den, in den eher Dienstleistungseinrichtungen auch sehr viel herausgefordert, viel im strategischen Bereich auch zuzuliefern an die Präsidien. Da, auch da tauscht man sich aus, aber ich kann mich an eine Veranstaltung in Frankfurt am Main letztes Jahr im Dezember erinnern, wo es auch die Frage gab, was tut sich strategisch an den Hochschulen? Da haben wir sehr viel Stillhalten eigentlich nach außen. Also jede Hochschule für sich baut an Strategien, lässt verschiedene Stellen an Strategien schreiben, aber es geht nicht so viel nach außen bis jetzt. Da ist die Vernetzung ein bisschen schwierig. Ja, ich glaube, die Vernetzung unter den Machern ist deutlich größer als direkt aus den Serviceeinrichtungen oder zugehörigen Stabsstellen, Präsidien und so weiter. Da kann man nur sehr vorsichtig miteinander agieren im Moment, weil das eben so ein bisschen ja, hinter vorgehaltener Hand oft nur preisgegeben wird, was man tut. Mhm. Aber ich glaube eben auch, dass es ein Zeichen ist, dass sich da eben gerade auch hinter den Türen sehr viel tut. Und wir sind ganz gespannt. Wir werden ja jetzt in Kürze eine Ausschreibung veröffentlichen, im April noch, zu dem Thema Digitalisierungsstrategien an Hochschulen und laden im Grunde die deutschen Hochschulen ein, sich da zu beteiligen und einfach mal zu zeigen, was tun sie in der Lehre, was tun sie aber auch in allen anderen Bereichen, um Digitalisierung langfristig in dem Entwicklungsplan ihrer Hochschulen entsprechend zu verankern. Wie sieht die Roadmap da aus? Was ist bereits derzeit real? Was ist aber auch in Zukunft geplant? Und wir haben so aus den ersten Rückmeldungen in Vorgesprächen den Eindruck, dass das durchaus an vielen Stellen gerade ein wichtiges Thema ist. Oliver, wir kennen uns ja einigermaßen, haben schon darüber gesprochen, also bitte nicht falsch verstehen, wenn ich das jetzt mal anders frage, aber reicht das, das über die Hochschulen zu machen? Also wir hatten es ja auch schon das eine oder andere Mal diskutiert. Ich befasse mich seit einer ganzen Reihe von Jahren mit diesen Wirkungen von Digitalisierung unterschiedlicher Medienbranchen. Und wenn man jetzt den Rahmen noch ein bisschen weiterzieht und sich andere Entwicklungen anschaut, wo Innovationen stattgefunden haben, dann war es ja ganz oft so, dass gerade branchenfremde Akteure Damen und Herren, die neue Fähigkeiten hatten, in einem bestimmten Bereich dann für Veränderungen gesorgt haben. Und mein Zitat eben mit der Blümchenwiese war keineswegs diskreditierend in Bezug auf Diversity oder andere Aktivitäten gemeint, sondern es war tatsächlich ein Zitat eines Präsidenten einer deutschen Hochschule, der damit beschrieben hat, was an seiner Hochschule gerade passiert. Der sagt, ich lasse die Leute einfach mal frei arbeiten, ohne dass da irgendeine tatsächliche Strategie von oben draufgesetzt wird und wir versuchen dann dabei zu verstehen, was denn da genau passiert. Das war nur nochmal zur Richtigstellung. Aber meine eigentliche Frage ist,
oder mein Ansatz ist, wir brauchen, glaube ich, andere Player. Wir brauchen Player, die auch außerhalb der Hochschule arbeiten, die auch zusätzlich zu den bestehenden Systemen aktiv werden. Ja? Weil auch das, was der Jörn eben gesagt hat, das ist ja eine ganz entscheidende Frage, die Finanzierung dieser Kurse. Wenn man sie richtig machen will, wenn man nicht einfach nur eine Kamera hinten in den Hörsaal reinstellt und Vorlesungen abfilmt, ich weiß nicht, wie viele Tausende von Stunden man von unterschiedlichen Vorlesungen schon im Netz finden kann, dann ist es doch ein etwas größerer Aufwand. Und wenn man da tatsächlich irgendwann auch mal mehr als nur die ein oder andere Vorlesung anbieten will, dann erfordert das tatsächlich auch nochmal eine andere Planung, was im Zweifel nicht von alleine so passieren wird. Oder? Jörn, wie siehst du das? Genau, das wird so nicht funktionieren. Also wenn man es wirklich in dem üblichen Stile veranstalten will, mit Quizzen insbesondere eingebaut, irgendwelche Videos kriegt man ja so hin, das mache ich ja seit Jahren, aber bei den Quizzen zum Beispiel sieht man dann schon, da ist einfach Feierabend mit der Arbeitszeit, es geht nicht und dann soll noch betreut werden und so weiter. Das ist schon viel mehr Arbeitsaufwand. Also das zum Schluss dann zu verschenken, ist ein heikles Geschäftsmodell, wenn es überhaupt eines ist. Das stimmt, aber ich glaube tatsächlich auch, also gerade daran anschließend, und das ist das, was ich ganz zu Anfang meinte, mit es als eigenes Medienformat oder Bildungsformat tatsächlich auch zu begreifen, dass es einfach nichts ist, was man mal so nebenbei macht. Also das ist hat sich bei uns dann auch tatsächlich recht schnell rausgestellt, obwohl unser Kernteam, die vier Beteiligten ganz zu Beginn, alle im Medienbereich sowieso schon tätig waren, also von daher beide Ebenen der Lehre oder der Medienproduktion auch abdecken, haben wir zum Beispiel festgestellt dann im Sommer nach ein paar Monaten, dass uns dieses Projekt einfach über den Kopf wächst und dass wir einfach tatsächlich eine professionelle Produzentin, eine Projektmanagerin brauchen, die sonst tatsächlich, also das hat sich ergeben, weil sie eine Bekannte von uns war, aber die sonst Kinofilme produziert, internationale Kooperationen, und die hat unsere MOOC gemanagt. Und also das hat für mich einfach auch gezeigt, dass man diese Projekte ganz anders wahrnehmen muss. Also unter MOOC gibt es ja derzeit eine riesige Spanne von diversen Formaten und diversen Aufmachungen. Ich meine, letztlich wäre die Frage, ist ein guter Lernblock eines Professors vielleicht auch schon ein MOOC, wenn ich kostenlos für beliebig viele Studierende oder Interessierte meine Texte anbiete? Also da ist die Spanne ja wahnsinnig groß zwischen dem, was man machen kann. Und wenn man aber in Richtung Bildungsshow, Bildungsformat wirklich schon denkt und alles, was da dran hängt, wie Herr Lubitschak auch meinte, mit den Quizzes, also wenn man nicht nur Multiple-Choice anbieten möchte, sondern vielleicht kreative Aufgaben, die in diverser Weise dann natürlich auch eine Bewertung erfordern, also die eben nicht erfordern, dass der Computer sagt, ja stimmt, A war die korrekte Antwort und das so ausgibt, sondern auch andere Themen als A-B-Varianten zulässt. In dem Moment wird das Betreuungsvolumen und das Produktionsvolumen einfach wahnsinnig groß und damit natürlich auch der finanzielle Rahmen, den man eventuell dann auch trotzdem noch sprengt. Das ist ja schon ein Dilemma irgendwie auch, ne? Also eigentlich soll man jetzt Gas geben und ausprobieren, was möglich ist. Auf der anderen Seite sind aber die ganzen Zwänge da und jeder ist auch so ein bisschen für sich. Und also ist das Zauberwort oder könnte eine Lösung jetzt Kooperation sein? Also müsste da vielleicht sich in Deutschland einfach alles viel mehr vernetzen? Also der Stifterverband macht ja jetzt auch das Hochschulforum Digitalisierung, das ist sicherlich, geht in die Richtung. Aber auch die Szene an sich, also was hört man da so für Stimmen? Weil ich meine, das müsste ja einiges an Kopfzerbrechen auch bei den Machern bewirken. Darf ich ganz kurz zwei Sachen zum Thema, aber aus der wirtschaftlichen Perspektive? Wir haben tatsächlich in Deutschland mit Kooperation und so weiter ja ganz gute Erfahrungen. Wir machen das ja auch ganz gern, dass wir immer erstmal so ein Forum oder so einen Arbeitskreis und eine Gruppe und so weiter machen. Wenn man sich anschaut, wir sprechen ja immer wieder nur von den Amerikanern. Warum sprechen wir von den Amerikanern? Ja? Wie kann es sein, dass aus Stanford 3 Spin-offs gegründet worden sind von einzelnen Professoren? Das ist einmal Coursera, das ist Udacity vom Thron, also Coursera von der Daphne Koller, Udacity vom Sebastian Thron und, was ich eben schon erwähnt habe, NovoEd, die man noch nicht so gut kennt, die von dem Armin Saberi gegründet sind. Der Armin Saberi hat im Unterschied zu den beiden anderen hochdekorierten Professoren nicht nur Artificial Intelligence, sondern auch Soziologie. Und der hat sich das ganze Lernen aus einer ganz anderen Perspektive angeguckt. Die Leute haben das einfach gemacht. Und neben dem einfach machen, was hier ja an der einen oder anderen Stelle auch stattfindet, ist natürlich im Valley das Kapital nochmal ganz anders verteilt und auch die Bereitschaft, etwas zu tun. Wenn wir uns vorstellen, dass in den letzten 2-3 Jahren in Amerika
so viel Venture Capital in EduTech reingeflossen ist, wie der gesamte europäische Venture-Markt groß ist, dann sind das auch schon einfach mal Dimensionen, denen man sich nicht entziehen kann. Ja, die Finanzierung, wo kommt das denn her? Wer geht denn auch das Risiko, da einmal mal ein, zwei Schritte weiterzumachen? Wer traut sich denn mal neue Geschäftsmodelle in dem Moment auszuprobieren? Muss das eine Universität sein? Können das auch andere Formen sein? Und damit sind wir schon wieder bei der Eingangsfrage auch, was ist denn das Ziel einer solchen Veranstaltung? Ja, also es ist tatsächlich weit gefächert. Corinna, strukturier mal. Ja, ich meine halt auch die Chancen, die in dieser Digitalisierung liegen, die müssen ja auch vorangebracht und ausprobiert werden, und das macht man ja in der Praxis einfach auch. Das heißt, wenn jetzt einfach das zu zerflettert bleibt, sage ich mal, oder halt einfach zu wenig finanziellen Rückhalt hat, dann kann sich da ja auch nicht viel ändern. Deswegen halt das Stichwort Kooperation. Also was könnte uns helfen? Was schätzt ihr ein? Also wie könnte mehr experimentiert werden vielleicht auch? Also bei uns konkret zum Beispiel einfach auch schon allein durch die Unterstützung der Ministerien. Ich habe im Winter noch einen Plan und Finanzpläne und alles Mögliche verfasst für den neuen Hochschulrahmenvertrag unserer Hochschule. Aber das wurde alles vom Ministerium rausgestrichen. Also es gibt keine MOOCs vom Ministerium finanziert, mit der Begründung, dass jetzt jeder MOOC machen möchte. Und das zu hören, nachdem man sehr viel investiert hat und in Brandenburg bzw. ganz Deutschland einer der größten MOOCs war, jetzt auch am Anfang dieser Adversity-Phase mit dem Stifterverband, das ist natürlich etwas, was nicht zunächst erstmal ermutigend ist. Also es ist nicht so, dass man denkt, ja, jetzt mache ich weiter, und offensichtlich ist das auch an diesen Stellen angekommen, und das bedeutet, wir haben jetzt dann auch vielleicht für das nächste Projekt einen anderen finanziellen Rahmen, mit dem das alles realistischer ist. Sondern es bedeutet natürlich leider dann eher das Gegenteil, dass man sagt, okay, jetzt auch dann ohne die Fördergelder, die jetzt in dem Maße vom Stifterverband zum Beispiel kamen, ist es erst recht nicht machbar. Und das ist natürlich etwas, wo man schon mal anfangen könnte. Aber in Bezug auf Corinnas Ansatz der Kooperation, das ist natürlich auch was wir auch überlegen. Inwiefern kann man sich mit Unternehmen zusammenschließen? Gibt es im schlimmsten Fall oder wie auch immer man das findet, in Zukunft den MOOC powered by Coca-Cola oder, also wer weiß, das sind natürlich Ansätze, die da auch noch ganz anderer Natur sind und im Netz vielleicht auch eher durchsetzbar. Ob man das dann gut findet, ist da was ganz anderes. Aber tatsächlich sich auch mit Videoplattformen zusammenzutun, auch da zu schauen, dass ich meine, YouTube fördert Entertainment-Channels inzwischen. Warum nicht auch ein Education Channel? Google hat seinen ersten MOOC herausgebracht, bringt sowieso edukative Videos heraus. Also da gibt es ja auch noch Alternativen, wie man planen oder denken kann. Ich weiß nur nicht, ob das dann unbedingt von den Hochschulen noch ausgehen kann oder ob das dann plötzlich abwandert in die Hand privater Unternehmen. Und das wäre natürlich das, was ich ungern komplett dem privaten Sektor überlassen würde. Spannend. Darf ich fragen, was das Problem mit dem privaten Sektor an der Stelle ist? Nur zum Verständnis. Also, weil es gibt ja private Hochschulen, da ist ja erstmal grundsätzlich nichts gegen einzuwenden, glaube ich. Und es gibt auch andere private Aktivitäten, die da ganz sinnvoll sind. Also ob es jetzt ein Coca-Cola-Video sein muss, ist die eine Frage. Aber was mit den Fragen, mit denen wir uns befassen, ist zum Beispiel, wenn wir über Engineering sprechen und wir machen jetzt unseren ersten Kurs, wie gesagt, in dem Bereich Elektromobilität, dann gibt es da sehr, sehr viele Unternehmen, die ein großes Interesse an Studenten, an Nachwuchskräften haben, die da entsprechend ausgebildet werden und die durchaus auch Interesse haben, da in die Finanzierung mit reinzugehen. Ja, das sind also eine ganze Reihe Sachen, die noch zu klären sind, und es geht auch nicht darum, dann tatsächlich das irgendwie so schnell wie möglich wieder zu verkaufen. Also ich glaube, Venture-Modelle oder Ähnliches sind da eher schwierig. Aber grundsätzlich ist doch gegen privatwirtschaftliche Initiative nichts einzuwenden, oder? Absolut nicht. Also wenn ich da kurz nochmal einsteigen darf, absolut nicht. Also klar, was immer Bildung ermöglicht, ist sehr willkommen. Mein Gedanke war tatsächlich eher, da ich auch aus der Richtung Unterhaltungsformate teilweise komme, ich sehe einfach die Zunahme gerade über Web, wo diese Trennung Werbung und Inhalt nicht derart stark ist, wie jetzt zum Beispiel im Rundfunk bei uns. Für mich wäre es eine irgendwie grausame Vorstellung von Branded Entertainment, jetzt zu wechseln zu Branded Education. In dem Sinne, dass wir eben
ja, keine im Idealfall möglichst objektive Bildung mehr erhalten, sondern durch diverse Konzerne geprägte. Und ja. Deswegen meine ich, da gibt es ja auch wahnsinnige Abstufungen. Also wenn sich Wirtschaftsunternehmen zusammentun, um eben German Engineering voranzubringen, dann ist das für mich was ganz anderes, als wenn jetzt ein Privatbetrieb, egal welches, ist irgendwie seinen eigenen Getränke-MOOC veröffentlicht und Werbung in gewisser Art und Weise eben in die Bildung einschleust, wie die dann im schlimmsten Falle eben nicht als solche mehr gekennzeichnet ist. Also das wäre eher mein Bedenken. Also ich glaube, was feststeht, ist einfach, dass die Hochschulen das aus Bordmitteln allein nicht können. Wenn ich mir die Haushaltssituation hier auch in Hamburg angucke, ich kann mir nicht vorstellen, wo wir gerade geschafft haben, den E-Learning-Bereich insgesamt gut zu konsolidieren, diese neue Zusatzaufgabe sozusagen einfach aus Haushaltsmitteln stemmen können. Ich glaube, da sind wir wirklich auf Mittel von außen angewiesen. Ob das Ausschreibungen sind oder eben auch längerfristige Förderungen, das, glaube ich, gilt für fast alle Hochschulen in Deutschland. Umso erstaunlicher die Maßnahme aus Mainz, sozusagen doch relativ viel Geld in die Hand zu nehmen, um, ich glaube, 12 MOOCs in nächster Zeit zu produzieren. Deswegen sind wir wahrscheinlich auch noch in diesem Experimentierstatus in Deutschland, weil es eben keine großen Kapitalbasis gibt für große MOOC-Quellen aus den Hochschulen heraus. Wenn ich das nochmal kommentieren darf, ich glaube, es ist einerseits der Gestaltungsaufruf jetzt für die Politik, sich damit nochmal auch in den Rahmenbedingungen zu beschäftigen. Andererseits auch für die Hochschulen zu prüfen, welche Prioritäten setzen sie, welche Möglichkeiten sehen Sie, und ich fand das nochmal ganz wichtig, Britta, das Stichwort E-Learning. Also ich würde, auch wenn wir jetzt hier den MOOC-Fokus haben, durchaus im Sinne der Innovationskraft für Hochschulen, wie kann sich eigentlich die Lehre weiterentwickeln? Wie können wir im Grunde Studierende auch in Zukunft nochmal anders an Lernformen heranführen und welche Möglichkeiten ergeben sich dabei für die Lehrenden wie für die ganze Institution? Also dass in dem Moment, wo wir das nochmal erweitern, das Bild, auch Digitalisierung im Ganzen, da haben wir nochmal eine ganz andere Perspektive. Da sind eben auch wieder Formate anschlussfähig, da sind Erfahrungen an den Hochschulen, und das ist, glaube ich, sehr wichtig, das nicht zu vergessen. Also, dass wir nicht auf Teufel komm raus jetzt mit MOOCs alleine glücklich werden, sondern dass wir sagen, Digitalisierung der Lehre ist das Gebot der Stunde, und da gibt es viele Formen. Und das wird im Übrigen auch bei dem Hochschulforum jetzt eine zentrale Aufgabe sein, das sichtbar zu machen und das auch in die Breite zu führen. Und wir glauben, dass das durchaus vielversprechend ist, dass man damit jetzt auch viele erreicht, eben weil es eine hohe Aufmerksamkeit hat. Also das ist so für uns der Schlüssel, dass MOOCs als Katalysatorfunktion eben die Türen öffnen, dass man da ins Gespräch kommt und dann insgesamt darüber reden kann, wie wollen wir eigentlich die Hochschulen in dem Bereich jetzt weiterentwickeln, was ist dafür zu tun. Und da sind, glaube ich, noch viele Möglichkeiten, die in den nächsten Jahren zu erwarten sein werden. Ja. Mit den neuen Formen. Ich denke, wir müssen eben Formen finden, die dann tatsächlich ohne diese Finanzierung auskommen. Sobald das finanziert werden muss, ist es einfach nicht tragfähig. Wenn die Finanzierung weg ist, ist dann wieder Feierabend. Das hilft uns dann ja auch nicht. Ich glaube, es gibt sicherlich bei der Kooperation noch geschickte Lösungen, dass man eben sich nicht mit 5 Hochschulen zusammentut und irgendwas macht, sondern versucht, irgendwie freie Formen der Kooperation zu finden. Standardbeispiel wäre, ein bisschen abgegriffen, aber warum nicht, Standardbeispiel wäre Wikipedia. Da hat sich ja auch nicht jemand mit jemand anderem zusammengetan, um irgendeinen Eintrag in Wikipedia zu schreiben. Es hat sich einfach von selbst ergeben. Wenn wir ein bisschen wegkommen, zum Beispiel, Stichwort Formen, von diesen Riesenformaten, das ist wirklich so ein 6-Wochen-Ding oder ein 15-Wochen-Ding sein muss, wenn wir von diesen Riesenformaten wegkommen und sagen, okay, irgendwer erklärt einmal ordentlich den Ottomotor und irgendjemand anders erklärt, wie eine Photovoltaikzelle geht und jemand bietet ein Forum an und so weiter. Wenn wir mehr Vernetzung kriegen könnten zwischen Akteuren, die relativ autonom sind und einfach gucken, was es gibt, was es nicht gibt, was man machen könnte, dass es also keine formale Kooperation gibt, sondern quasi eine automatische Vernetzung gäbe. Das fände ich sehr spannend, auch aus finanzieller Sicht. Mhm. Aus der finanziellen Frage nochmal aus meiner Perspektive kurz. Die Diskussion, die wir hier in Deutschland führen, kommt mir oft so vor, als ob wir immer der Meinung sind, dass Bildung kostenlos ist.
Ist sie ja nicht. Ja? Wir haben ja gerade eben nochmal von der Britta auch gehört, dass es halt Haushaltsmittel gibt und dass es da eben entsprechende Situationen gibt. Da werden Pläne geschrieben. Und es wird ja viel Geld, wirklich viel Geld in die Bildung investiert. Meine Überlegung an der Stelle wäre auch, ob man nicht vielleicht an der einen Stelle das mal etwas anders einsetzen könnte. Ob es nicht vielleicht tatsächlich möglich ist, statt, Entschuldigung, wenn ich jetzt wieder mit demselben Beispiel komme, im Ingenieurstudiengang Tausende von Studenten durch 5 Mathematik-Grundvorlesungen zu schleusen, die in vollkommen überfüllten Hörsälen stattfinden, wo keiner, der da sitzt, keiner ist falsch. Sind wir mal großzügig, 30% vielleicht verstehen, was passiert. Die anderen 70%, die müssen das dann zu Hause nachlesen oder ähnliches. Ist das effizient? Ist es sinnvoll, dafür Professoren einzustellen und zu beschäftigen? Oder könnte man da nicht überlegen, wir nehmen die Mittel ein bisschen anders in die Hand und organisieren hier eine Ausbildung, aus der dann tatsächlich oder von der dann auch tatsächlich die Studenten was haben. In Spezialisierungskursen später ist es sicher was anderes. Und ob es dann gelingt, aus so einem, ich nenne es mal System, ein digitalisiertes Curriculum, eine neue Art oder ein Education Wikipedia zu machen. Ich weiß es nicht. Ich erzähle es jetzt einfach so, wo dann auch weitere Ergänzungen und Gruppierungen, Vernetzungen von Themen passieren können, ist was anderes. Aber ich glaube, wir haben eine ganze Menge Geld in Wirklichkeit und es gibt halt wie immer Widerstände, ja, und damit meine ich, das ist jetzt nicht persönlich, das ist einfach in der Natur der Sache, wenn man dann anschaut, dass so lang existierende Systeme einfach mal anders funktionieren. Nur auch da nochmal, gucken wir uns mal um in der Welt. Die meisten Leute haben gar kein Problem, also wenn wir jetzt mal Deutschland außen vor nehmen, für Bildung und für gute Bildung durchaus auch etwas zu bezahlen. Ja, wir bezahlen ja auch, wir bezahlen ja alle hier in Deutschland. Das ist halt nur ein etwas anderes Modell. Und ich bin nicht sicher, ob das immer gleich so wahnsinnig viel zusätzliche Mittel braucht. Aber ich bin auch kein Experte in den Hochschulen, also bitte. Mittel umverteilen auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, die 500-Leute-Vorlesung, das ist das billigste Format überhaupt. Eine Professorin, ein Professor, 2 Stunden die Woche, 500 Leute hören zu, billiger kann es kaum werden. Was teuer ist, sind irgendwelche Spezialfächer in Masterstudiengängen, in denen nur 3 Leute eingeschrieben sind. Das frisst Kosten. Okay, aber das ist auch das, wo man tatsächlich darauf aufbaut und wo wirklich Bildung auch auf einem höheren Niveau passiert. Und auch wenn die möglicherweise die Kosten pro Student bei 800, 900 Zuhörern relativ gering sind, dann würde ich aber behaupten, dass die Ausbildung an der Stelle nicht besonders gut ist. De facto ist es ja so, dass die sich, habe ich auch mal studiert, da geht man nicht mehr hin und dann macht man das halt selber. Und warum bezahlen wir dann dafür überhaupt was? Also, ja, einverstanden. Was ich nochmal ganz interessant fand, ich habe mir jetzt nochmal den Beitrag auch von Paul Kim im Interview angeschaut, ne, der beim Stifterverbands Bildungskanal jetzt auch zu finden ist, sehr interessant, eben auch nochmal dort die Frage thematisiert, wie ist denn das Netz eigentlich als Wissensquelle genutzt und was passiert in diesem Bereich, und das ist, glaube ich, eine Frage, die wird von den Hochschulen derzeit nur sehr rudimentär behandelt, aber es ist eigentlich zentral. Wie können wir in der näheren Zukunft schon Studiengänge uns vorstellen oder Bildungsformate entwickeln, wo das Wissen, was weltweit verfügbar ist, was andere vielleicht auch mit viel Arbeit und Investition auf den Weg gebracht haben, wie kann das eingebunden sein? Wie ist es möglich, dass man da neue Curricula designt, wo eben auch diese Lernmöglichkeit systematisch mit einbezogen wird. Und dann, glaube ich, Gregor, wird es nämlich auch interessant an den Hochschulen wieder. Wie kann dann eine Präsenz gestaltet sein? Wie kann dann ein Begleitungsprozess aussehen? Ich weiß, dass an der Leuphana da sehr aktiv gerade in diese Richtung gearbeitet wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass das nochmal eine ganz neue Perspektive auf die Frage bietet, wer macht eigentlich was und wie kann man die Vielfalt so nutzen, dass eben auch vom Qualitätsanspruch da eine Menge rüberkommt und man dann mit den Studierenden vor Ort nochmal in einer ganz anderen Form Präsenz definieren kann. Okay, ja, spannende Runde. Also was mir oder mein Eindruck ist, dass die Hochschulen jetzt auch, ob sie wollen oder nicht, ja, vor einem Strukturwandel stehen. Das heißt, mehr und mehr Dinge werden wahrscheinlich in Zukunft ausgelagert. Also es geht ja auch darum, das jetzt mitzugestalten.
jetzt gibt es halt Vorreiter, wie zum Beispiel die ETH in Lausanne, die halt schon auf Flipped Classroom umbauen. Wenn sowas gut funktioniert, dann werden doch auch andere nachziehen. Das heißt, wir werden doch dann auch in die Situation kommen, dass man dann irgendwann auch das ändern muss, einfach. Hochschulen müssen dann digitaler auch arbeiten. Ja, zumindest sind Bewegungen erkennbar oder auch politische Schritte, dass Online-Lernen und Lehren einfach attraktiver wird. Also hier in Hamburg tut sich gerade einiges. Zum Sommer wird das Hamburgische Hochschulgesetz vermutlich in der jetzigen Fassung verabschiedet und da werden Online-Angebote zum Beispiel verpflichtend sein und auch online erbrachte Studienleistungen werden dann anerkannt und auch die Lehrverpflichtungsverordnung ändert sich in diese Richtung, dass der Erstaufwand oder der Aufwand der Erstellung von Online-Angeboten erstmals überhaupt hier in Hamburg anerkannt wird. Also es ist zumindest ein Attraktivmachen für die Lehrenden, ins Online-Geschäft einzusteigen und eben nicht nur so eine Pioniermannschaft zu haben, die es schon immer getan hat. Wir sind ganz gespannt, was sich nach dem Sommer tun wird unter diesen Rahmenbedingungen. Das könnte ein erster Anreiz sein, vielleicht das Gleiche zu machen wie der engagierte Kollege nebenan. Klingt auf jeden Fall sehr spannend, Britta. Und ich glaube, das ist eben auch etwas, was es jetzt nochmal gilt, zu kommunizieren. Also ja, ne, zu sehen, was passiert an einigen Orten, was haben Early Mover oder eben auch ganze Institutionen und Bundesländer bereits gemacht, um andere Bedingungen zu schaffen und wie kann man das nutzen, um auch in einer breiteren Form darüber ins Gespräch zu kommen, was notwendig ist für eine weitere Entwicklung. Ich glaube, da wird das Forum seinen Beitrag leisten und da gibt es sicher auch Konferenzen wie bei der EPFL in Lausanne, wo das passiert. Diese Diskussion entsprechend in Aktivitäten münden zu lassen. Und dann bleibt natürlich, Gregor, die Frage, wer ist da eigentlich mit dabei und ist es in einem globalen Maßstab genug, was passiert? Aber ich glaube, wenn man sich in Deutschland auch nochmal die Diskussionen anschaut, dann gibt es eben auch die andere Richtung, dass eben doch noch eine vergleichsweise große Anzahl von Menschen und auch Professoren oder Hochschulmitarbeitern, die da noch recht weit von entfernt sind. Und ich glaube, auch hier wird es nochmal darum gehen, wie kann man die eigentlich mitnehmen, wie kann man die dafür begeistern und wie Paul Kim das so schön gesagt hat, diese Leidenschaft ne, wachkitzeln. Ich glaube, das geht und ich glaube, die Beispiele, die wir jetzt an verschiedenen Stellen sehen, die machen da auch Mut, dass das weiter passieren wird. Ja, ja. Sorry. Nee, bitte. Weil du, Oliver, gerade den Paul Kim nochmal angesprochen hat, mit dem haben wir da ja auch relativ intensiv zusammengearbeitet. Das ist halt auch jemand, der einfach viel tut, ja, der sich bestimmte Fragen stellt und dann losläuft und Dinge experimentiert mit technischen Geräten über die Zusammensetzung von Online-Aktivitäten und Blended-Aktivitäten. Und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, jetzt nicht in die Diskussion zu verfallen, die wir mal vor, ich weiß gar nicht mehr genau, 15 oder mehr Jahren hatten, als alles so mit der Digitalisierung mal anfing und alle Leute plötzlich wieder darüber gesprochen haben, vor allen Dingen in Deutschland, kaufen wir jetzt nur noch online ein, sterben jetzt die Geschäfte aus. Wie gesagt, ich glaube, die Zielfrage ist eine ganz, ganz wichtige. Was will ich tatsächlich mit dem Thema erreichen und was ist auch notwendig, um ein bestimmtes Niveau zu bekommen? Viele von den Dingen, die jetzt aus meiner Perspektive noch immer wieder getestet werden, die brauchen wir in Wirklichkeit gar nicht zu testen. Also wenn es ganz, ganz viele unterschiedliche Leute gibt, die zusammen lernen und sich mit unterschiedlichen Standpunkten und Betrachtungen befruchten, das wissen wir ja. Also ist es gut. Und so weiter und so fort. Da gibt es eine ganze Reihe von Dingen. Ich glaub, das Tun ist ganz wichtig, dass man mit verschiedenen Parteien, würde ich mal sagen, oder Leuten aus bestimmten unterschiedlichen Aktivitäten einfach auch daran weiterarbeitet und die Dinge weiter im Rollen hält. Ich habe immer ein bisschen Angst, auch aus der jüngeren Erfahrung mit zu viel Koordination und Abstimmung. Es gibt ganz viele Wettbewerbssituationen, man ist dann ganz schnell immer auch so bei Fragen
wer darf jetzt was und ähnliches. Ich glaube, das ist an vielen Stellen wirklich hemmend. Ich finde es viel wichtiger, sich tatsächlich einzelne Themen zu nehmen, rauszugehen und zu gucken, ob sie funktionieren und wie sie funktionieren. Und dann werden, glaube ich, auch von da aus eine ganze Reihe von Dingen lernbar und erfahrbar sein, auch für andere. Ja, also so gut ich das finde und so wichtig ich das auch finde, dass diese Diskussion, auch die politische Diskussion passiert, ich glaube, es ist fast noch wichtiger, dass sowas wie jetzt Britta bei euch, dass es einfach mal passiert und dann Dinge plötzlich auch nochmal anders möglich sind und dass man daraus lernt. Weil nochmal, also wir haben eben auch, Corinna, du hast es vorhin mal gesagt, wer macht denn so einen MOOC überhaupt fertig? Die Frage ist ja, welche Motivation habe ich denn beim Lernen? Ja, ist denn jedes Lernen, was ich habe, motiviert davon, dass ich am Ende einen Abschluss mache? Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass ich einen Kurs habe, wo mir jemand erklärt, wie in unterschiedlichen Schritten, sagen wir mal, ein Automotor funktioniert und jemand, der diesen MOOC beiwohnt, hat nach der dritten Session verstanden, wie er seinen Vergaser einstellt, kommt nicht mehr wieder, kann aber wieder fahren. Ist das ein Dropout? Ist das ein Verlust oder ist das in Ordnung? Was ist das Ziel? Ich glaube, da muss man, wie bei vielen dieser Fragestellung sich genau überlegen, was will ich hier erreichen, was untersuche ich denn, untersuche ich das eigentlich wirklich? Und dann kann man darauf aufbauen. Und insofern, also ich sehe da auch eine ganze Menge von spannenden Initiativen. Ich habe noch eine Frage an den Oliver in Richtung Stifterverband. Ihr habt ja ganz viel Kontakt mit ganz, ganz vielen Damen und Herren, die auch privatwirtschaftlich Geld zur Verfügung stellen, um neue Dinge nach vorne zu treiben. Gibt es da auch sozusagen Interessen, Fragen an euch, ob und wo sich da möglicherweise die ein oder andere Stiftung mal anders beteiligen kann? Also wir haben ja jetzt in diesem Jahr das Thema Digitalisierung auch als Schwerpunktthema für den Stifterverband gewählt und haben da in verschiedenen Kreisen und entsprechenden Veranstaltungen auch die Frage, wie Digitalisierung Hochschule verändert und Bildung verändert, wie MOOCs vielleicht als ein Format da entsprechend auch ein sehr mediales Echo erzeugen und dabei einen wichtigen Beitrag leisten können. Mein Eindruck ist aus Gesprächen schon, dass das auch in Unternehmerkreisen und in bei Stiftungen ein wichtiges Thema, eine Fragestellung ist, wo aber noch nicht ganz klar ist, wer eigentlich mit wem was da machen könnte. Also natürlich haben die Unternehmen ihre Weiterbildung und daraus ergeben sich durchaus auch eine Reihe von wichtigen Fragen, wie kann die eigentlich weiterentwickelt werden, wie kann vielleicht die Kooperation mit Hochschulen in diese Richtung ausgebaut oder auch neu begonnen werden. Aber darüber hinaus, wie kann man jetzt neue Impulse und neue Aktivitäten entwickeln? Das ist, glaube ich, noch zu entwickeln. Also das Interesse ist da, das merken wir. Und die Formen und Formate, wie das weiter bespielt werden kann, die müssen, glaube ich, noch gefunden werden, beziehungsweise mit den bestehenden Akteuren, die es jetzt gibt, gesucht werden. Gut, ich würde jetzt mal ganz kurz eine Frage von außen reingeben in die Runde. Und zwar kam über Twitter, wieso sollten MOOCs langfristig erfolgreich sein, nachdem es doch mittlerweile um E-Learning ziemlich still geworden ist? Wer mag antworten? Ja, ich weiß nicht. Entschuldigung, bitte. Ja. Gerne. Ja. Bitte, Frau Grujan. Dann fange ich an. Ich habe nicht den Eindruck, dass E-Learning oder was zum E-Learning besonders still geworden ist. Also MOOCs, wie gesagt, hatte ich am Anfang gesagt, haben es eigentlich eher befördert, dass man seit 2 Jahren über E-Learning, didaktische Szenarien, Flipped Classroom und so weiter eigentlich doch ganz viel redet. Das, was wir an der Hochschule feststellen, dass E-Learning eher ins Alltagsgeschäft eingezogen ist und deswegen es vielleicht nach außen etwas stiller wirkt. Aber dass Lehrende, Studierende, E-Tutoren, junge wissenschaftliche Mitarbeiter E-Learning ganz als selbstverständlich empfinden und gar nicht mehr so viel nachfragen, wie es eigentlich funktioniert, sondern machen. Von daher kann so ein bisschen nach außen der Eindruck entstehen, dass es vielleicht eher stiller ist. Aber das ist nicht der Fall. D'accord. Ja. Genau. Also ich. Jörn, du wolltest, oder? Ja, wie gesagt, einverstanden. Dem muss ich nichts hinzufügen. Und die MOOCs langfristig werden wir sehen. Das ist die Frage, die natürlich zu diskutieren ist. Ich denke, sie werden nur funktionieren, wenn sie insgesamt in das E-Learning quasi integriert werden als ein Format, das uns zur Verfügung steht.
Also dazu vielleicht noch, weil Paul Kim auch schon häufiger jetzt erwähnt wurde, ich fand es wahnsinnig spannend, dass er auf der Konferenz im November bei Ihnen, beim Stifterverband, ja auch sagte, dass für ihn die Definition eines MOOCs nicht mehr der Massive Open Online Course, sondern viel eher die, ich glaube, er sagte, Massive Open Ongoing Cooperation ist. Und dass er das als etwas ganz anderes noch begreift als diesen einen Kurs. Und ich glaube, das ist einfach das, was es spannend macht, eben auch im E-Learning, aber eben auch gerade dieses Hype-Word MOOC regt mich bis zu einem gewissen Grad ein bisschen auf, weil die Frage ja immer ist, was sich dahinter versteckt und immer nur die Diskussion zu sein scheint, sind MOOCs jetzt die Zukunft der Lehre, der Präsenzlehre, wird das alles vernichten? Und das finde ich etwas übertrieben, weil es ist eine Form, zu der parallel natürlich im E-Learning wahnsinnig viele andere möglich sind, aber eben gerade dieses Kooperative zu sehen und dieses Aufbrechen vielleicht auch des Kursformats, also das finde ich tatsächlich ist auch etwas, was das MOOC-Thema natürlich jetzt auch sehr viel mehr in die Presse treibt, glaube ich, also weil es einfach greifbarer ist, weil es präsenter ist, dadurch ist es vielleicht jetzt momentan lauter und für die Presse relevanter, aber ich finde viel spannender, welche Formate davon tatsächlich abzuleiten sind. Eben auch vielleicht nicht Massive-Formate. Also das ist etwas, worüber wir auch ganz stark nachdenken. Muss es Massive sein? Und da kommen wir zurück auf die Frage, was sind überhaupt unsere Ziele? Wollen wir Reichweite? Ist es ein Marketing-Tool, dieser MOOC, für unsere Hochschule? Oder geht es viel eher darum, den bestmöglichen Kurs, die bestmöglichen Inhalte zu liefern, aber vielleicht gerade für eine kleine Gruppe. Also da gibt es ja wahnsinnig viele Spielarten. Und das finde ich persönlich spannend, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Und ich glaube, da ist tatsächlich viel Ausprobieren einfach gefragt. Das führt mich im Grunde genommen wieder zu dem Bild vom Anfang zurück, das, ne, das Chamäleon. Was passiert da eigentlich? In welchen Formen gibt es da jetzt erste Beispiele und wie kann sich das weiterentwickeln, dass wir da auch in so einem, ich glaube, in so einem Annäherungsprozess sind zwischen unterschiedlichen Akteuren, die vielleicht auch nochmal neue Impulse reingeben. Also die Plattformen fordern Hochschulen heraus, sich da nochmal neu zu definieren. Man kann aber eben ganz viele interessante Fragen daraus ableiten, wie die Hochschulpräsenz und wie eben die Hochschullehre insgesamt weiterentwickelt werden kann. Das bleibt auch aus meiner Sicht sehr spannend. Jörn, magst du vielleicht noch was sagen dazu? ja, die langfristige Erfolgreichheit, ich fange andersrum an, was sollen MOOCs eigentlich bringen? Als Marketinginstrument sind sie ja auch extrem erfolgreich, nicht? Man kommt damit auf die Titelseite vom Time Magazine und man kommt damit auf die Titelseite der Deutschen Zeit auf jeden Fall. Insofern denke ich, dass MOOCs auch noch eine Weile lang produziert werden als Marketinginstrument, insbesondere von den Ivy League Universitäten und vielleicht auch von den beiden Münchner Unis bei uns. Man kann eben zeigen, man hat die Technik, man traut sich mit seinen Inhalten in die Welt hinaus. Und das Ganze noch gratis, man hat so viel Ressourcen, dass man das der Welt auch noch schenken kann. Das ist natürlich grandios für die Reputation. Deshalb denke ich, dass wir dieses insbesondere das Ex-MOOC-Format noch eine Weile lang sehen werden. Die Frage ist für mich aber auch, was denn hinten ankommt sozusagen bei den Studentinnen und Studenten oder allgemein den Lernwilligen irgendwo in der Bevölkerung. Und da habe ich eben Probleme mit. Das ist eben nicht das Format, mit dem man wirklich 90% der Bevölkerung erreichen kann, sondern vielleicht 5%, vielleicht 10% erreichen kann. Vielleicht liegt das ja auch ein bisschen daran, wie es bisher noch gemacht wurde. Wir haben ja immer wieder diese interessanten Statistiken darüber, dass die Leute, die MOOCs tatsächlich heute nutzen, sowieso schon eine abgeschlossene Hochschulausbildung haben, sowieso im Wesentlichen Weiße sind und im Wesentlichen Männer sind. Ja? Dann kommt die andere Fraktion, die sagt, naja, ist ja klar, das ist ein technisches Thema. Technische Themen liegen offensichtlich Männern immer eher. Die sind dann neugieriger, zumindest am Anfang, und spielen darum, wie sinnvoll und zielführend das dann ist. Lassen wir mal dahingestellt. Warum sind das eben zum Beispiel Weiße? Die haben vielleicht auch das Geld, mit den Geräten und mit Mobile Broadband und so weiter und so fort, das erste zu spielen. Also da gibt es, glaube ich, eine ganze Reihe von Fragen auch noch aus der Perspektive. Also für mich, wie gesagt, nochmal zurückkommt, langfristig und E-Learning. E-Learning ist ja, wenn man mal so will, das kann man ja ganz, ganz breit aufstellen, dann ist MOOC halt ein Teil aus E-Learning. Und dadurch, dass allein diese Diskussion aufgekommen ist, würde ich sagen, zeigt schon, dass E-Learning sehr lebendig ist und dass es da ganz, ganz viele unterschiedliche Themen gibt.
Wir könnten ja jetzt auch solche Fragen wie Lernerfolg einfach nochmal mit reinwerfen. Wir könnten ja jetzt auch mal hingehen und sagen, ob es nicht tatsächlich auch aus der Entwicklung Möglichkeiten gibt, zum Beispiel über die Quizzes, über die kurzen Sequenzen und die sozusagen laufende Erfolgskontrolle, die ja komplett anonymisiert sein kann, also um jetzt hier nicht gleich in die falsche Richtung wieder loszugehen, den Studenten, Studierenden und Studenten zu helfen und auch herauszufinden, an welcher Stelle sie denn im Moment noch Schwierigkeiten haben, ja, um dann eben dafür zu sorgen, dass der Lernerfolg am Ende insgesamt größer ist. Diese technischen Möglichkeiten, die bestehen, und das ist ja gar nicht möglich, da brauchen wir jetzt gar nicht mehr von 900, da reicht es, glaube ich, schon eine ganz normale Klasse mit 20, 30 Schülern, wo der Lehrer A, gar nicht die Zeit hat herauszufinden, was denn die Schüler überhaupt schon kennen und können aus dem vergangenen Semester, dann hat er gar nicht die Zeit, sich tatsächlich mit den einzelnen Schülern, selbst wenn er das jetzt wüsste, so auseinanderzusetzen, um denen die jeweiligen Konzepte, die ihnen fehlen, um den nächsten Baustein zu erfüllen, auch wiederum also geben zu können. Und da sind tatsächlich, glaube ich, auch eine ganze Reihe von Möglichkeiten über die Digitalisierung von Ausbildung, über diesen Support, also Individualisierung zum einen von Ausbildung, ob man jetzt in der Weiterbildung ist oder ob das auch schon in kleineren Einheiten passiert und dann aber eben auch das ganze Thema Adaptierung, das heißt festzustellen, jemand kann ein bestimmtes Konzept nicht, Differentialrechnung, das liegt aber nicht daran, dass er zu blöd ist, Differentialrechnung zu verstehen, sondern ihm fehlt einfach ein Konzept in der Grundlage, was er eben nicht richtig gelernt hat, warum auch immer. Und wenn man das tatsächlich doch feststellt und dem dann auch andienen kann, weil es das eben auch digital gibt, ja, Flipped Classroom, Tests und so weiter, dann ist das doch ein Riesenfortschritt. Oder wäre. Also ein Aspekt, der mir bei der eigenen Teilnahme in dem MOOCs sehr aufgefallen ist, ist eigentlich die charmante Idee des Zusammenlernens von verschiedenen, ich sag mal fast beruflichen Generationen. Also ich hatte mich dann auch geoutet als diplomierte Volkswirtin und war ganz schnell sowas wie Mentor für viele andere, das eben nicht an den normalen Präsenzveranstaltungen so richtig möglich ist. Aber da hat man eben sehr viele, bis zu 60-70% abgeschlossene sozusagen fertige Berufsausbildung unter den Teilnehmern oder Hochschulausbildung, je nachdem. Das ist ein großer Zugewinn für MOOCs, finde ich, den man sonst in Online-Veranstaltungen überhaupt nicht hat. Ich weiß nicht, ob es da andere Erfahrungen gibt, mir ist es ja stark aufgefallen, dass also dieses Peer-to-Peer-Lernen sehr gut funktioniert. Also ich würde auch noch mal gern einwerfen wollen, die Kritik, dass es jetzt im Grunde genommen nur eine ganz kleine Zielgruppe erreicht, die eben privilegiert ist, die eben größtenteils schon über entsprechende Hochschulabschlüsse verfügt. Das ist aus meiner Sicht nicht ein Argument per se gegen dieses Format, sondern eher wieder eine Gestaltungsfrage. Können wir eigentlich da nochmal mit anderen Möglichkeiten experimentieren? Ich weiß, Philipp Schmidt beispielsweise vom MIT Media Lab, die sind da ganz aktiv mit der Frage beschäftigt, wie können wir auch Menschen, die vielleicht sonst nicht von sich aus so ein Angebot wahrnehmen würden, wie können wir die erreichen? Was müssen wir dafür eigentlich tun, um die zu unterstützen und da das Gespräch zu suchen und auch erste Initiativen zu starten? Ich glaube, alleine über sowas, wie du, Britta, meintest, so ein Mentoring, da gibt es, glaube ich, noch viele Formen. Wieso soll es nicht möglich sein, an der Volkshochschule einen MOOC-Präsenzabend zu haben, ja, wo Leute hinkommen können und sich da nochmal mit Fragen austauschen können oder nochmal Unterstützung finden zu bestimmten Themen. Das ist, glaube ich, wirklich erst in den Kinderschuhen, wie man solche Formate eigentlich geschickt auch wieder offline weiter nutzen kann und wie man da Akteure zusammenbringen muss, damit es vielleicht in Zukunft nicht nur eine ganz kleine Schicht bleibt. Ich glaube, das Potenzial ist da, ich glaube, es ist sehr interessant und wenn man sich alleine anguckt, wie in Deutschland die Bio-Lebensmittelentwicklung sich vollzogen hat, dann hätte man vor 20 Jahren sich das auch nicht träumen lassen, wie selbstverständlich heute im Supermarkt das möglich ist, so einzukaufen. Ich will das, der Vergleich hat so, er greift vielleicht nicht in jeder Form, aber durchaus, dass ich eben in der Bewegung sehr viel auch nochmal tun kann, dass es für breitere Bevölkerungsschichten attraktiv wird, sich damit zu beschäftigen. Okay, ich würde jetzt ganz gerne nochmal den Aspekt zur, also die Realität. Realität an den Hochschulen. Also Jörn, ich habe dich da im Blick bei der Frage. Flipped Classroom machst du ja schon in der Praxis relativ lang. Mhm. Es ist ja unumstritten auch ein gutes Konzept, aber man hat trotzdem das Gefühl, oder ist es vielleicht nur mein Eindruck,
dass das sich aber nicht weiter fortbewegt. Also fortbewegt in puncto, dass es mehr Leute machen. Genau, dass es woanders auch gemacht wird. Also jetzt einfach auch großflächiger, vielleicht in Deutschland gemacht würde. Also es ist jetzt nicht gerade eine Epidemie, aber es wird schon mehr. Also es gibt ja die Tagung in Marburg zum Beispiel dazu, an der Uni Marburg, vom Kollegen Hanke. Und da sieht man schon, es gibt mehr und mehr Zulauf. Es ist nicht monströs viel mehr Zulauf, aber es werden mehr und mehr. Insofern denke ich schon, dass da was passiert. Es ist natürlich eine Umstellung. Nicht mehr bisher seine Folien auf den Overhead-Projektor gelegt hat, der wird das nicht machen können. Der müsste erstmal oder die müsste erstmal in die Richtung kommen, irgendwelche Materialien online zu stellen, mit denen man selber arbeiten kann. Also für viele Leute ist das ja nicht der erste Schritt zum Inverted Classroom hin, sondern da sind noch ein paar Schritte vorher zu tun. Also worauf ich abziele ist, vielleicht ist das dann auch unsere Schlussrunde, werden die spannenden Sachen jetzt eher draußen passieren oder schätzt ihr das auch so ein, dass es bald vermehrt auch in den Hochschulen passiert, also diese neuen Möglichkeiten auszuprobieren und vielleicht auch, was ist eure Vision, also wo seht ihr die Zukunft, das kann jetzt pessimistisch sein oder optimistisch, also da, aber was haltet ihr vielleicht auch für realistisch? Also, soll ich einfach mal anfangen? ich glaube, dass tatsächlich realistisch ist, dass es zumindest jetzt in den nächsten Jahren zuallererst erstmal von Einzelakteuren und Akteurinnen immer noch abhängt, also wirklich Experimente zu wagen. Also ich glaube, das ist tatsächlich so die große Triebfeder, die im Moment die realistische ist. Gerne dann in Ergänzung mit Kooperationen und Hochschulen, aber ich glaube einfach, dass tatsächlich die Innovation nicht zentralistisch ausgehen wird, sondern eben von kleinen Punkten. Und ich glaube tatsächlich auch, und da habe ich auch wirklich so ein Grundvertrauen, dass sich vieles organisch tatsächlich auch im Hinblick auf das, was Herr Januszka gesagt hat, sich eher organisch tatsächlich dann auch weiterentwickeln wird. Also wir haben das auch gesehen bei uns, wir hatten gar keinen Raum für Präsenzlerngruppen, die in irgendeiner Art und Weise betreut werden konnten. Aber das hat sich generiert. Also wir haben eine portugiesischsprachige Lerngruppe auf Facebook, die 2500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer umfasst. Wir haben tatsächlich sofort gemerkt auch, also weil wir selbst auch angesprochen wurden, es gibt in Berlin kleine Lerngruppen, die sich selbst organisiert haben, in Paris, also wirklich diese Sehnsucht auch, sich dann weiterhin trotzdem live zu treffen. Aber das hat sich alles von sich heraus organisiert. Also ich glaube, das Beste, was passieren kann, ist, dass von diversen Punkten Aktionen und Impulse kommen und die einfach tatsächlich dann weiter aufgegriffen werden und dass man einfach im Austausch auch wirklich bleibt und schaut, was kann man auch wirklich, also auch diese Angst los wird, oh je, ich mache jetzt etwas nach, was ein anderer bekannter Professor oder eine bekannte Professorin vielleicht vorher schon mal versucht hat, also diese Angst davor, als Duplikat rüberzukommen oder so, also im Sinne von eine Innovation einfach aufzugreifen. Ich glaube, das ist in Deutschland tatsächlich noch sehr stark verankert, dass man irgendwie nicht einfach sagt, super, und da arbeite ich jetzt weiter. Also lass uns das doch zusammen angehen und wir schauen einfach mal, was da rauskommt. Und das würde ich mir tatsächlich wünschen, dass da noch ein bisschen mehr Vertrauen auch in die Teilnehmer und Teilnehmerinnen solcher Kurse oder Formate oder was auch immer besteht, aber eben natürlich auf der anderen Seite auch gesehen wird, dass da sehr viel Kraft und Arbeitspower hineinfließt und dass das an den richtigen Stellen dann eben auch unterstützt wird. Aber ich glaube, es geht erstmal von den einzelnen Initiativen weiter hinaus. Super. Also ich mache da mal weiter, aber Corinna, wenn du mich fragst nach realistischer Einschätzung und meiner Vision zur gleichen Zeit, dann führt mich das ein bisschen in Verlegenheit. Ich glaube, realistisch ist es sicher, dass es jetzt erstmal weitergeht, dass es für viele ein wichtiges Thema bleibt und dass da eben auch, wie wir in dieser Diskussion, finde ich, auch sehr schön gesehen haben, sehr viel noch zu klären und zu besprechen gibt. Ein Teil davon wird eben das Hochschulforum Digitalisierung sicher auf seine Agenda setzen in den verschiedenen Themenclustern. Und wenn man nochmal einen Schritt weitergeht, ganz persönlich, ich fände es also sehr reizvoll, mir vorzustellen, dass es in unserer Gesellschaft oder auch global
Bildung als Möglichkeit für Individuen, sich entsprechend zu bilden und da auch die Vielfalt, die es an Möglichkeiten gibt, für sich zu nutzen, wenn das sehr viel selbstverständlicher wird und wenn das sozusagen in der Konsequenz auch dazu führen würde, dass die Fragen, die der Einzelne mitbringt, dass die eben im Zentrum stehen. Also dieser user-zentrierte Ansatz, glaube ich, hat hier auch bei Lern- und Bildungsprozessen noch eine sehr große Entfaltungskraft, dass ich sagen kann, was ist mein Interesse und wie kann ich da mit den Möglichkeiten des Netz und der Hochschule und allen da für mich ein Stück weiterkommen. Ich glaube, dann sind wir auch bei dieser Leidenschaft und bei der Begeisterung und das kann dem Thema wie unseren Gesellschaften insgesamt nur gut tun. Ja, ich würde mir wünschen, dass wir aus dem Hochschulumfeld oder aus der Hochschulwelt heraus noch mehr Initiativen starten könnten und nicht schon von vornherein an Ressourcenbeschränkungen oder anderen Restriktionen scheitern. Da würde ich mir noch viel, viel mehr wünschen, dass wir aus so einer kritischen Masse kommen, mit der wir uns viel besser auch beschäftigen könnten. Und für mich persönlich wäre ein Traum, dass wir eines Tages irgendwie auch ein Portal hätten, über das wir einen guten Einstieg in all diese Angebote haben, die wir in Deutschland haben. Das kann auch mit dem Titel Open Education passieren, das muss nicht unter MOOC. Das wäre so mein Traum persönlich, dass wir also wirklich einen einfachen Zugang zu all diesen Ressourcen, die eigentlich schon da sind, schaffen. Ja, ich denke auch, dass einer der wesentlichen Punkte, kommen wir zurück zum Anfang, was halten wir denn von den MOOCs? Ich glaube auch, das ist ein guter Schritt. Ja, also wir haben angefangen irgendwann mit den Computer-Based Activities oder vielleicht noch viel früher gab es ja die ganzen, da wurde dann irgendwas verschickt. Und wenn man noch weiter zurück in die Historie, was es da alles schon 1800, keine Ahnung, für lustige Ideen zum Thema Fernlehre gab, das wird sich weiterentwickeln, da bin ich absolut sicher. Ich glaube, dass die Möglichkeiten der technologischen Nutzung, was ich gerade eben gesagt habe, Individualisierung auf der einen Seite, tatsächlich Adaptierung, also auch den unterschiedlichen Lerner dazu berücksichtigen und dafür zu sorgen oder besser sicherzustellen, als es heute der Fall ist, dass diejenigen, die was lernen wollen, nachher auch befähigt werden, dass sie also wirklich etwas können, dass sie nicht nur Kataloge auswendig gelernt haben, in der Lage sind, in der Prüfung dann die richtigen Kreuze zu setzen und dann aber am Ende des Tages keine Ahnung davon haben, was sie eigentlich machen sollen. Wenn wir heute mit Arbeitgebern sprechen, die kommen immer wieder zurück und sagen, die Leute, die ihr uns schickt, und ihr, das sind jetzt Professoren, mit denen wir gesprochen haben, da brauchen wir ungefähr ein Jahr, bis die bei uns richtig produktiv arbeiten können. Das finde ich, ist eine sehr schwierige Aussage, wenn wir uns überlegen, was wir da investieren und wenn wir überlegen, was auch der Anspruch ist, dass die Studierenden oder die Absolventen am Ende des Tages ein Jahr dann noch nicht wirklich produktiv sein können, das muss ja nicht sein. Und ich glaube, dass da ganz, ganz viel mit Gruppenaktivitäten, mit Projekten und Ähnlichem geholfen werden kann. Ob das danach zu einer Vision kommt, wie der Sebastian Thrun es mal gesagt hat, die Universität, so wie sie heute existiert, wird überflüssig sein. Ob das ein Nebeneinander wiederum auch nach bestimmten Zwecken sein wird, das kann ich nicht sagen. Aber wo ich ganz sicher bin, ist, dass das Lernen, ja, die Neugier, die wir haben und die wir auch tatsächlich international ja noch viel stärker sehen, nur noch mal eine Zahl. In Indien gibt es die Universität, die IGNU, da studieren aktuell 3,5 Millionen Studenten. Das ist ungefähr 1 Million Studenten mehr, als wir in ganz Deutschland haben, an einer Uni, ja, nicht an etwas über 400 Hochschulen, die wir hier haben. Das sind nochmal so ein paar Dimensionen, glaube ich, wo auch Dinge passieren, wo wir in Deutschland uns nur entscheiden wollen, wie viel wollen wir da mitgucken oder zugucken und am Rande stehen und sehen, wie die Züge fahren oder wo wollen wir da tatsächlich auch weiter mitmachen? Das ist so für mich die große Frage. Und ich glaube nicht, dass wir die Frage über zentralistische Aktivitäten oder über Zusammenschlüsse und Diskussionen auf irgendwelchen formalen Ebenen wirklich klären werden. Ich glaube, das wird weiter über diese Aktivitäten passieren, die wir hier haben. Und da würde ich mir auch wünschen, dass diese verschiedenen Ansätze, die wir hier sehen, die wir hier, glaube ich, alle auch zusammen diskutiert haben, dass man die vielleicht noch ein bisschen besser zusammenbringen kann und von da aus dann auch die nächsten Schritte tut. Ich wollte noch zum Schluss was hinzufügen zu alledem. In Deutschland gibt es dieses Phänomen Not Invented Here oder die Geschichte, dass man als Dozent eher die Zahnbürste seines Kollegen oder seiner Kollegin benutzt als die Unterrichtsmaterialien. Irgendwie fühlt sich jeder verpflichtet, das selber nochmal zu bauen. Das ist ganz auffällig, zum Beispiel bei den Mathematikbrückenkursen. Ich glaube, inzwischen hat jede Uni und jede Fachhochschule ihren eigenen elektronischen Mathematikbrückenkurs. Das muss ja irgendwie nicht sein. Punkt 1. Punkt 2, anderer Aspekt noch. In den Medien
war am Anfang häufig die Rede davon, jetzt selten, aber am Anfang war häufig die Rede davon, jetzt können wir einfach die Professoren einmal aufnehmen und dann können wir sie rausschmeißen sozusagen, dann brauchen wir die nicht mehr und so können wir Geld sparen. Und ich glaube, diese Gedanken werden im Zuge der Schuldenbremse, wenn das wirklich ernst werden sollte mit der Schuldenbremse, in diesem Zuge werden diese Gedanken auch wieder auf den Tisch kommen und da müssen wir sehr vorsichtig sein, dass wir an der Stelle nicht die Bildung und das Bildungssystem ruinieren. Das waren alles sehr interessante Beiträge und ich gucke auf die Uhr. 1,5 Stunden haben wir schon rum. Ja, ich würde jetzt, denke ich, also wir schließen den Hangout und ich bedanke mich recht herzlich bei euch allen. Also war sehr spannend, was ihr beigetragen habt und ich wünsche euch auch viel Erfolg bei dem, was ihr tut in Zukunft. Danke. Ja. Vielen Dank. Okay. Dankeschön. Danke. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, tschüss. Auf Wiedersehen.